Hallo und willkommen zurück auf meinem Kanal und zu einem neuen Video von mir, Samurai. Ja, heute ist wieder Planet Zoo an der Reihe. Ich hatte mich ja im letzten Video so ein bisschen über die Tierart des Vs so ein bisschen beschwert, würde ich nicht sagen, aber die sind da ständig ausgebrochen und ich habe hier einfach mal so in der Zwischenzeit so heimlich im Off so ein bisschen herumexperimentiert und geguckt, woran es gelegen hat, dass die Tiere mal so ausgebrochen sind. Lag einfach daran, dass selbst wenn man eine unsichtbare Barriere zieht, immer noch etwas Sichtbares davor machen muss. Und das war jetzt einfach die Form, habe ich einfach die Hecke dafür benutzt, habe das mal einmal so ein bisschen ausprobiert an einer Ecke, so ein bisschen aufgezogen und wieder zugemacht, um zu gucken, wohin die Vögel dann rennen. Und das war zumindest die Lösung des Problems und damit das Ganze hier alles symmetrisch verläuft, ist genau auf der gegenüberliegenden Seite auch nochmal ein V-Pärchen eingezogen und somit sind jetzt wenigstens schon ein paar mehr Tiere hier im Tierpark, im Zoo und somit kann hier vorne so ein bisschen mit der Gestaltung endlich weitergemacht werden. Das Ganze soll ja so ein bisschen einem Schlossgarten ähneln. Zumindest habe ich das ja so auch in der letzten Episode benannt und dementsprechend muss es ja hier jetzt an dieser Stelle auch so, weitergehen. Deswegen habe ich dann auch hier so ein bisschen rumexperimentiert und wollte da eigentlich ein bisschen Wasser reinhaben. Das hat aber nicht funktioniert, da wären die Löcher viel zu klein gewesen und das Wasser hätte sich hier an diesen Wegen gestört, also es wäre dann zu niedrig gewesen und deswegen musste ich hier erstmal alles ein bisschen rausbuddeln und so hinsetzen, wie es im Ursprung mal war. Und dann gab es das Problem mit den Wegen, also die Anschlüsse haben dann nicht mehr so wirklich funktioniert, wie sie vorher waren. Ich hatte mir eigentlich als Platzhalter oder als Orientierungspunkte da die Bänke so ein bisschen hingestellt, damit ich weiß, wo der Weganschluss im Ursprung gewesen ist, aber ich musste mich hier mit einfach nur zwei Übergängen begnügen, nach vorne und nach hinten. Und aber ich glaube, am Ende ist es in dem Fall wieder so ein bisschen von Vorteil, weil dadurch, dass hier alles jetzt relativ zugebaut wird, wären mir, glaube ich, die anderen Weganschlüsse doch an der einen oder anderen Stelle ziemlich im Weg gewesen. Das mit dem Wasser, das kommt noch ein bisschen später, dass das nicht so funktioniert, dass ich mir da wieder eine andere Option einfallen lassen muss. Erstmal habe ich mich hier so ein bisschen mit Bögen beholfen oder habe ich mir so ein bisschen mit Bögen und mit Säulen beholfen, die auch alle in irgendeiner Form vorne am Hauptgebäude schon zu sehen sind. Es gibt halt noch nicht so viele Elemente hier im Spiel, wie man es gewohnt ist. Oder wie man es von Planet Coaster gewohnt ist, so rum. Und deswegen, gleichen sich hier einige Sachen doch dermaßen oft. Aber gut, da müssen wir jetzt erstmal alle durch. Das ist. Die Möglichkeiten gibt es halt nicht, werden halt immer nachgereicht. Also jetzt ist ja auch gerade das Südamerika-Paket erschienen. Da sind zumindest schon mal wieder 250 neue Teile drin enthalten, die mir natürlich hier in diesem Fall nicht wirklich helfen, weil das alles doch ziemlich, strohlastig oder auch bambuslastig sind. Das passt alles hier nicht zu diesem Vorhaben, aber wahrscheinlich an der einen oder anderen Ecke, die später dann hier noch in den Zoo kommt. Hier versuche ich alles so ein bisschen anzugleichen, anzupassen, symmetrisch zu bauen und dementsprechend werden hier viele Elemente hin und her kopiert und immer wieder benutzt. Und hier merke ich, dass es mit dem Wasser nicht funktioniert. Also das Wasser soll natürlich nicht einfach nur als Pfütze unten am Boden zu sehen sein, sondern auch ein bisschen höher, und deswegen habe ich dann überlegt, vielleicht benutzt ihr einfach mal die Glasbarriere und packst dann da das Wasser rein, und das hat dann auch irgendwann später funktioniert.
Und dementsprechend habe ich einmal alles komplett hier mit einer Glasbarriere. Ich glaube, das ist immer noch die Testbarriere, aber gut. Hier hat es zumindest funktioniert und deswegen habe ich dann hier einfach so einen Überbau gemacht, den ich dann gleichzeitig auch dazu benutzt habe, den Weg zu kaschieren, dass man die Wege nicht sieht und dass die Leute halt immer auf diesen Marmorplatten oder was auch immer das hier ist, laufen. Habe mir zwei verschiedene Sachen dann hier fertig gemacht und ja, die entsprechend dann hier immer an dem Rand angeordnet und verschoben und so auch, dass die ja die Erde nicht mehr so zu sehen ist, die man hier so verschoben hat beim Buddeln. Da hätte ich vielleicht noch ein bisschen mit dem Glättungstool durchgehen können, aber im Eifer des Gefechts habe ich das natürlich wieder mal vergessen und ja, muss dann so versuchen, so ein bisschen das mit diesem Vorbau, mit dem Überbau zu kaschieren. Hier hatte ich dann wieder gemerkt, dass ich an der falschen Stelle angefangen habe. Natürlich nicht vorne an der Brücke. Das habe ich dann für mich dann einfach nochmal alles hier verschoben und dann dementsprechend gespeichert. Und hier ja, baue ich gerade diese Glasbarriere ein, so dass dann, die wollte ich noch so ein bisschen in der Höhe verschieben, das hat aber nicht geklappt. War mir in dem Fall aber ganz recht. Damit die ganzen Springbrunnen später dann noch rein können. So, hier habe ich dann einmal das Ganze von, ja, von der einen Seite kopiert, habe ich mir als Bauplan gespeichert. Hier brauchte ich noch so eine kleine Orientierungshilfe für die Höhe und dann habe ich das Ganze da hinten einmal hingesetzt. Hat mir so ein kleines bisschen Arbeit erleichtert. Das, was nicht zu sehen ist, ja, ich habe die Bänke hingen nachher alle so ein bisschen, die waren alle viel zu weit weg von der Barriere oder von dem Rand und deswegen habe ich dann auch hier später nochmal ein bisschen nachgearbeitet und die Barrieren alle nochmal, nein, die Elemente alle nochmal von Hand verschoben. So, hier unter der Brücke musste ich ein bisschen schummeln, da habe ich einfach die Teile so ein bisschen nach unten verschoben, dass sie natürlich oben nicht mehr rausgucken und dann die Säulen so ein bisschen benutzt, damit der Schnittpunkt nicht zu sehen ist. So, dann sollte es natürlich hier irgendwann auch mit diesen ganzen Platten ja weitergehen. Also der Platz hier sollte dementsprechend mit diesen ganzen Platten ausgefüllt werden. Da habe ich erstmal so versucht, das alles so ein bisschen nach oben zu ziehen. War nicht ganz so erfolgreich damit. Habe ich dann erstmal wieder beiseite gepackt und woanders weitergemacht, denn nach vorne fehlte hier auch noch so ein bisschen ja, die Begrenzung und die Umrandung von diesem großen, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll hier, diese Plattform. Dann habe ich die erstmal zu Ende gemacht, zumindest was die Gestaltung hier von der Art des Baus zu tun hat, die ganze Begrünung und was dann alles später noch kommt, das ist ein bisschen weiter am Ende des Videos zu sehen. Genau, ab und zu fehlten hier immer noch so ein paar Teile, die mussten noch so ein bisschen nachgesetzt werden und hier musste ein bisschen korrigiert werden und naja, beim Kopieren ist nicht immer alles perfekt. Manchmal vergisst man auch das ein oder andere Teil. Aber gut. So, die Brücke musste natürlich auch hier so ein bisschen angepasst werden, damit die Leute hier nicht runterfallen, ist ja logisch. Und da habe ich mir dann auch mit einigen Elementen einfach hier so ein bisschen geholfen. Habe das natürlich nicht bis ganz nach oben durchgezogen, das wäre ein bisschen zu viel des Guten, glaube ich, gewesen. Hier wollte ich so ein bisschen nach unten den Rand noch kaschieren, aber brauchte ich gar nicht, man sieht ihn sowieso nicht. Und die Besucher krabbeln doch, glaube ich, auch nicht unter die Brücke, um zu gucken, ob das hier alles ordentlich aussieht. So, das Ganze einmal auf die andere Seite rüber kopiert und dann habe ich hier einfach ein Gebäude hingestellt. Das habe ich mir von vorne geholt und ein bisschen umgebaut. Das ist gar nicht drauf, merke ich gerade. Ja gut, dann wäre das Video wahrscheinlich auch ein bisschen länger geworden. Habe ich irgendwie nicht aufgenommen. Seltsam. Aber egal, war wahrscheinlich ein bisschen Material wäre dafür da gewesen, aber gut. Ist jetzt auch nicht ganz so tragisch.
ist einfach nur ein Gebäude mit drei Shops drin, eine Toilette ist auch drin und ein Mitarbeitergebäude auch, damit die Leute auch immer wissen, wo sie hin können, wenn sie mal ihre Pause brauchen. Und dann habe ich das Ganze hier mit diesen Glasgebäuden zu verbinden, ja, versucht. Das war auch eine Katastrophe. Also das Wegetool ist tatsächlich oft nicht sehr hilfreich. Hier war irgendwie das Klo im Weg, deswegen musste das da verschwinden, damit an der Seite nach draußen der Weg dann langführen konnte. Ja, ist manchmal ganz schön anstrengend. Dann fehlte hier auf einmal wieder ein Rasterteil, das klappte dann auch wieder nicht ganz, das da einzubauen. Dann ist da jetzt eine Lücke zwischen, aber oh mein Gott, egal. Die Leute rennen hier auch immer schön fleißig durch die Wände. Das liegt daran, dass es immer noch keine Barrieren oder keine Sperren gibt. Fällt mir gerade ein, vielleicht sollte ich versuchen, da einfach so eine Gehegebarriere einzubauen. Und dann laufen die Leute nicht mehr dagegen. Mal gucken, ob das vielleicht hilft. So, und damit hier auch endlich ein bisschen Grün dazu kommt, damit das nicht alles so karg weiß aussieht, gibt es hier endlich auch ein paar Blumenkästen. Und zuerst habe ich da einfach nur so ein paar Blümchen reingehauen und war damit auch nicht so richtig zufrieden, hat mir nicht so gefallen. Es sind sogar schon ein paar neue Elemente dabei, die im letzten DLC drin sind. Aber da sollten Bäume hin und die Bäume, die ich jetzt zuerst gefunden hatte, die waren nicht so, weiß nicht, gefiel mir auch nicht so wirklich. Und der war ganz gut, den habe ich stehen gelassen, aber dann habe ich die Zypresse entdeckt und habe dann alles nochmal ein bisschen umgearbeitet und ja, damit dann weitergemacht. Das alles schön ordentlich symmetrisch angeordnet, deswegen muss da die eine Bank noch verschwinden, genau. Und ja, dann wird alles hier etwas aufgehübscht mit Bäumen und mit entsprechenden, da sind auch nochmal Blumen aus dem neuen DLC. Ja, und das alles so ein bisschen hier ordentlich hindrapiert und hübsch gemacht, genau. Diesmal ist es noch nicht so lange her, als ich das hier alles gebaut habe und fertig gemacht habe. Zeit drängte so ein bisschen, also das ist gerade erst ja, jetzt vor kurzem entstanden. So, und damit die ganzen Gebäude hier auf der Seite auch nicht so karg dastehen, gibt es natürlich auch hier ein bisschen Grün. Hier auch so ein bisschen in abstrakter Kunst sozusagen. Diese ganzen Grünschnittformen sind hier so ein bisschen, ja, habe ich einfach wieder mal benutzt, um das so ein bisschen von vorne auch hier nach hinten durchzuziehen, damit das alles so ein bisschen harmonisch miteinander wirkt oder zusammenpasst. Und ich glaube, dann gibt es hier so ein paar Picknickbänke endlich mal hier, damit sich die Besucher hier auch ein bisschen ausruhen können. Das mit den Bänken hat hier nicht ganz geklappt, weil die Wege darunter ja nicht optimal gestaltet oder verlegt sind. Das war ein bisschen blöd. Aber deswegen habe ich die letztendlich dann auch weggelassen. Das hätte dann ein bisschen blöd ausgesehen. So, und damit das Ganze auch auf der anderen Seite ordentlich aussieht, wird natürlich wieder fleißig rüber kopiert. Da habe ich dann tatsächlich auch so die Form genommen, die ich da hatte. Ich habe das nicht nochmal alles neu gemacht, sondern so rübergezogen, wie sie auch auf der anderen Seite tatsächlich sind. Hier hat es mit dem Kopieren ab und zu mal nicht so geklappt. Da ist mir das alles entwischt, musste ich nochmal alles machen. Und so ein bisschen in komischer Weise auch so ein bisschen an der Höhe anpassen. Weiß ich gar nicht warum. Das wahrscheinlich sind die Gehwegplatten hier ein bisschen höher. Also auf der anderen Seite ist natürlich jetzt ein bisschen problematisch. Aber das kann ich ja dann später auch nochmal ohne Aufnahme nacharbeiten. So, und hier gibt es jetzt einfach so ein paar, also ist jetzt nichts Großartiges, ein paar Wasserspiele. Deswegen war ich eigentlich ganz froh, dass der Wasserspiegel dann nicht allzu hoch war, deswegen konnte man hier so ein bisschen das Wasser da einfach reinlaufen lassen und ein paar, ja, Fontänen von unten auch hier hochschießen lassen. Und das gibt dann natürlich am Ende ein ganz anderes Bild.
wenn überall hier so ein bisschen das Wasser sprüht. In der Mitte gibt es auch ein paar Fontänen und die dürfen auch so ein bisschen in die andere Richtung mal ihr Wasser sprühen. Ja, ist halt die Mitte, ist hier musste ich ein bisschen verschieben, das hat irgendwie am Anfang nicht so richtig funktioniert. Deswegen mache ich hier mal auch wieder die Pause an und wieder aus und lasse das Wasser mal laufen und mal nicht. Irgendwas klappt hier mal nicht mit dem Drehen. So, und damit das Ganze hier auch nicht so karg in der Mitte aussieht, gibt es jetzt noch ein bisschen Begrünung. Und dafür einfach mal hier so einen ganz banalen Unterbau aus Holzstreben, den ich einmal um das komplette Ding hier rumgezogen habe. Und später auch nochmal so ein bisschen die Ecken verbunden habe. Damit die Ranken hier auch alle so ein bisschen nach oben können. Genau, hier einfach nochmal von Ecke zu Ecke. Einfach so ein bisschen rüber gebastelt hier. Und dann dementsprechend einfach, ich sage jetzt einfach, aber auch mal auf die andere Seite dann rüber kopiert, als das Ganze hier fertig war. Ja, damit bin ich jetzt hier auch schon fast durch. Es gibt am Ende natürlich auch wie gewohnt nochmal ein paar kleine Zwischensequenzen, wie das Ganze im Ergebnis dann aussieht. Auch mal bei Nacht, auch wenn ich jetzt die Lampen, die ich hier hingestellt habe, nicht aufgenommen habe. Aber gut, das ist nicht allzu tragisch. Damit bin ich durch. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Der Zug hat immer noch keinen Namen. Vielleicht kriegt ihr den einen oder anderen Vorschlag unten in die Kommentare. Schreibt mir auch gerne da unten rein, wie euch das Video gefallen hat. Dann lasst gerne ein Abo da, aktiviert die Glocke, damit ihr natürlich über die neuesten Videos immer informiert seid. Ich bedanke mich, bis dahin und ciao, ciao.